Moin Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Freddy von Freddy's Kitchen und heute gibt es ausnahmsweise mal kein Video aus meiner Küche. Ich habe gerade die beste Reise meines Lebens hinter mir und die möchte ich gerne mit euch teilen. Ich war unterwegs mit dem Postschiff Kong Harald in Norwegen von Bergen nach Kirkenes und wieder zurück nach Bergen. Darüber habe ich ein kleines Video erstellt und das möchte ich hier, wie gesagt, gerne mit euch teilen. Wenn es euch nicht interessiert, klickt ihr einfach raus. Und wenn euch nur Teile interessiert, ich habe unten in der Infobox einige Timestamps erstellt. Da könnt ihr denn das ein oder andere natürlich gerne überspringen. Ansonsten hoffe ich, sehen wir uns demnächst wieder zu einem Kochvideo und freue mich, wenn ihr hier dran bleibt. Ansonsten bis die Tage und ciao, ciao. Guten Morgen. Heute haben wir den 28.11.2023. Es ist 5.30 Uhr und es geht jetzt los mit der Postschiffreise nach von Bergen nach Kirkenes. Und ja, wir sind gerade auf dem Weg zum Flughafen. Da bringt mich gerade meine Liebste hin hier. Michi. Jo, und dann schauen wir mal. Dann melde ich mich später wieder. So, es ist jetzt 8 Uhr und wir sind jetzt hier auf dem Flughafen in Hamburg und haben jetzt eben noch einen kleinen Snack gefrühstückt und warten jetzt drauf, dass ich das Flugzeug betreten kann. Der Self-Check-In, das war schon sehr abenteuerlich, hat am Ende dann aber irgendwie geklappt. Und ich hoffe dann, dass das Gepäck auch ankommt, weil ich eine Zwischenlandung ja in Kopenhagen habe. Also Hamburg-Kopenhagen und von Kopenhagen dann nach Bergen. Ja, mal gucken, ob es klappt. Ich bin da so mittelmäßig optimistisch. Mal gucken, habe ich noch nie gehabt. Also insofern, jo, es ist jetzt wie gesagt 8 Uhr. Um 9.40 Uhr geht mein Flieger und so ungefähr eine halbe Stunde werde ich mich dann mal zum Sicherheitscheck machen und dann, ja, da noch mal ein bisschen Duty-Free gucken, bevor ich dann hoffentlich irgendwann an Gate A39 einchecke.
Nachdem wir Bergen nun verlassen haben, haben wir in der Nacht nochmal einige kleinere Häfen angelegt. Flörö, Malö, Torvük. Und der nächste Halt ist Alesund, und zwar von um 9.45 Uhr bis 20 Uhr abends. Hier habe ich einen Ausflug gebucht, und zwar die Sjörundfjord-Rundfahrt einmal in den Fjord hinein. Ja, guten Morgen. Tag 2 meiner Postschiffreise. Aktuell ist es 8.30 Uhr und wir befinden uns hier in Torvik. Gleich geht es weiter nach Alesund und dort habe ich eine Reise in einen Fjord gebucht, einen Ausflug, sozusagen einen Ausflug vom Ausflug, und fahre dann mit einem Kleinschiff in den Heljanger Fjord, keine Ahnung. Der Geiranger Fjord ist im Winter leider für die Schifffahrt gesperrt wegen Lawinengefahr und deswegen nehmen wir den Nebenfjord davon. Ja, der Ausflug geht, glaube ich, 6 Stunden oder 7, also irgendwie bis abends, und dann war es das wohl auch für heute. Mal sehen. Erstmal, ja, bis später. So, und hier nähern wir uns jetzt Ålesund morgens ungefähr um 9:30 Uhr. So, es ist arschkalt, sehr windig jedenfalls. Da geht's weiter. Wenn man da weiterfährt, kommt man in den Geiranger Fjord. Wie gesagt, da geht's nicht rein. Und deswegen fahren wir in den Sjörundfjord hinein. Das ist jetzt hier die Einfahrt. Und so sieht die Einfahrt in diesem Fjord aus. Schön Sonnenaufgang dabei, solange es hier noch da ist. Hier haben wir jetzt gewendet, das war das Ende des Fjords und nun geht's zurück. Hier mal wieder ein kurzes Statement. Wir haben jetzt Landgang hier mal für eine halbe Stunde. Wir sind jetzt irgendwo hinten links im Fjord, am Arsch der Welt, in Oje, oder Oje, wie das hier ausgesprochen wird. Und ja, man kann sich mal kurz die Beine vertreten, ist mal ein bisschen was anderes als das Schiff. Hinter mir laufen noch einige von dem, da hinten sieht man auch das Schiff, glaube ich, noch. Und ja, so ist im Moment die Lage. Ich schwenke mal die Kamera um. Dann kann man... Ach, 1, 2, 3.
So, den können wir auch mal hier betrachten. Das ist hier aber auch schon dann alles und am Arsch der Welt. Wie gesagt, hier gibt es nur eine einspurige Straße und das ist ja wohl ja das zentrale Restaurant hier oder was auch immer. So, da bin ich noch mal hier direkt am Fjord. So ein kleiner Rastplatz. Ist ganz niedlich. Da hinten liegt unser Schiff. Mit dem geht es gleich weiter. Halbe Stunde hatten wir hier Landgang. Wie gesagt, da hinten in diesen Ort rein. Gibt es nichts Spektakuläres zu sehen. Einmal nur hin und zurück und dann wollen wir auch durch Öhre oder wie hieß das da? Oje, Öje oder wie das ausgesprochen wird. Jo, ansonsten, ja, jetzt geht's zurück. Holen die anderen jetzt noch ab. Da gab es einen anderen Ausflug. Die haben irgendwie ein Essen gebucht. Und wir nicht. Und deswegen, die holen wir jetzt ab. Und dann geht es direkt zum Schiff. Und dann geht es auch gleich wieder weiter. So, es ist jetzt zwischenzeitlich dunkel geworden. Hier nochmal ein kleines, nettes Bild von dem Mond. Vollmond haben wir hier fast. Und jetzt legen wir auch schon ab oder haben schon abgelegt. Und befinden uns jetzt auf dem Weg nach Molde. Hafen werden wir um 22.35 Uhr anfahren und haben dort eine halbe Stunde Aufenthalt. So, Tag 3 ist angebrochen. Heute um 2.45 Uhr waren wir in Kristiansund. Das haben wir alles verschlafen und sind jetzt in Trondheim angekommen. Hier haben wir jetzt 3 Stunden Aufenthalt, Zeit sich ein paar Sehenswürdigkeiten anzuschauen. Insbesondere ist hier natürlich von Interesse der Nidarosdom. Und die Domkirche und das größte Holzschloss in Norwegen. So, eins der Must-Sees hier in Trondheim. Da gehen wir jetzt mal rüber. Schön, ne? Mal richtig Glück. So. So, nächste Must-See hier. Das sind die Lagerhäuser hier an dem Fluss von Trondheim. Aber nicht. Zack. So. Noch hier ohne mich. Brücke. Toller blauer Himmel. Hoffentlich sieht man irgendwie langsam mal die Polarlichter. Drei Stunden später verlassen wir Trondheim. Es ist jetzt 12.45 Uhr und die Sonne, man sieht sie, ist gerade ebenso am Horizont zu sehen, bevor sie dann gleich wieder verschwindet. Bei der Ausfahrt aus dem Hafen von Trondheim kommt man auch an einem weiteren Highlight vorbei. Das ist hier diese Mönchsinsel. Auf dem Weg zum nächsten Hafen, das ist Rørvik, den wir um 21.40 Uhr erreichen werden und dort auch eh nur 20 Minuten Aufenthalt hätten, also ein Ausstieg auch nicht erfolgen wird,
passieren wir hier nochmal ein Point of Interest. Das ist der Skungskier Fyr, also ein Leuchtturm hier mitten im Meer. Der weitere Weg führt uns dann nach Rørvik und in der späten Nacht noch nach Brønnøysund, Sandnessen. Und da sind wir eigentlich schon mitten im vierten Tag. Wir befinden uns jetzt schon mitten im Tag 4 und haben in der Nacht Brønnøysund und Sandnessen passiert und eben auch gerade Nesra. Kurz hinter Nesra haben wir dann um 8.47 Uhr auch dann den Polarkreis passiert. Hier ein kleines Foto, leider war das sehr kurzfristig angekündigt und weil ich gerade Glück hatte und an Deck war, konnte ich wenigstens ein Foto machen. Wenige Minuten später kam es dann zu einer Begegnung mit einem Schwesterschiff, jeweils mit viel Getöse. Handelt es sich um das Schwesterschiff MS Castor. Um genau 10 Uhr haben wir denn den Hafen von Ørnes angelaufen. Hier hatten wir nur 10 Minuten Halt, aber einen außergewöhnlich tollen Empfang. Dann wurde auch schon die Polarkreiszeremonie von Onkel Heinz, unserem Reiseleiter, allseits bekannt aus Funk und Fernsehen, eingeleitet. Am Vortag wurden die Teilnehmer aufgerufen zu erraten, um wie viel Uhr genau wir den Polarkreis überschreiten und der Gewinner hat dann die Originalflagge vom Dach der Kong Harald gewonnen. Hier der glückliche Gewinner, der sich tatsächlich nur um 11 Sekunden vertan hat. Heute Nachmittag 3-4 Uhr, nicht? Also wir sind drüben. Schaut mal darum. Arktis, pur, wunderschönes Wetter, wonderful weather. Und wir brauchen natürlich auch Neptun an Bord, zusammen mit dem Kapitän und meinen Kolleginnen Camilla, Ida, Sandra und Dakor. Und dann werden wir beginnen mit dem Polarkreis taufen. Und ich werde jetzt auch den Gewinner ermitteln. Ladies and gentlemen, I asked you yesterday, when do we cross the Arctic Circle? Ihr habt auch die Möglichkeit, danach getauft zu werden. Immer zwei Personen, eine Person hier, eine Person da. Und dann gibt es aber nur für die Getauften einen Schnaps zum Aufwärmen. Und falls sie nicht taufen möchten, was ganz schlimm ist, dann können sie auch erwerben einen Glühwein. Das ist ein Weißwein-Glühwein. Ist gewöhnungsbedürftig, aber ist gut. But for the ceremony, we need, of course, Neptune. And then, once Neptune is on board, you can imagine, he's 40 meters below sea level. And everybody will have the happiness and the pleasure to be baptized here, maybe or sooner on the way. But we need Neptune on board. Diving 40 meters below sea level, we have to shout at him very loud. Neptune, Neptune, Neptune. Yes. Meine Damen und Herren, der Neptune, der schwimmt da 30, 40 Meter um den Meeresspiegel. Und der muss natürlich an Bord kommen. Und wir müssen ihn rufen. Und das machen wir dreimal laut. Parfois, vor, in vorbelé, à Neptune, die Latin ici,
wo partizipe alla zeremonia wegen Genagle Capita. Are you ready? Yes! Bereit? Ja! Oui! Okay, 3, 2, 1. Neptune! 40 meters below the way, you cannot hear! Once again, 3, 2, 1. Neptune! Here comes Neptune, ladies and gentlemen! Welcome Neptune here on board! Neptune! Wow! Neptune! Hey. Hey. Welcome Neptune! Oh. Applause! Welcome Neptune, the rulers of the seven seas. And ladies and gentlemen, later you will have the possibility to take a photo. And together with Neptune, he will stand then there in this area, a selfie with Neptune. Neptune. Was ich dann natürlich auch gemacht habe. Vorher war erst noch das große Leiden angesagt. Dann gab es noch mal einen Glühwein für umgerechnet 14 Euro. Und während wir die Fahrt Richtung Bode fortsetzten, habe ich erstmal die ganzen Eiskrümel alle bis auf die Unterhose rausgepult. Es war klatschnass bis zur Unterhose. Also alles einmal erneuert, die ganzen Klamotten. Und dann ging es, wie gesagt, ab Richtung Bode. Die Kulturhauptstadt 2024. Und die drittgrößte Stadt nördlich des Polarkreises. Auf dem Bordfernseher gibt es eine Aurora-Forecast. Bevor es nun auf den Ausflug mit den Wikingern geht, habe ich hier noch mal kurz geschaut. Auch in diesem Moment sollten eigentlich Nordlichter zu sehen sein. Habe ich mich entschlossen, mal an Deck zu gehen und zu schauen. Und tatsächlich, da waren sie. Ganz schwach zu sehen, mit bloßem Auge eigentlich gar nicht. Erst die Handykamera brachte es dann ans Licht. Tatsächlich war ich der Erste, der die Lichter entdeckt hat. Aber da sie wirklich sehr schwach waren und wirklich aussahen, als wäre es nur eine Wolke am Himmel, konnte man sie wirklich nur mit der Handykamera entdecken. Nach wenigen Minuten war das Spektakel auch schon vorbei. Wollte ich tatsächlich gar nicht mehr aus den Ausflug, weil ich eigentlich eher das Gefühl habe, was zu verpassen, wenn ich jetzt auf diesem Ausflug bin. Zum Glück ist in der Zwischenzeit aber doch nichts passiert. So kamen wir also um 19.15 Uhr auf den Lofoten in Stamsund an und nach einer Dreiviertelstunde Busfahrt wurden wir dann von der Frau des Häuptlings eines Wikingerstamms in Empfang genommen. Die ganze Veranstaltung fand in einem original Langhaus nachgebaut aus der Wikingerzeit statt, wird auf einem original Fundament nachgebaut. Und dann gab es so ein paar Rituale und ein bisschen Tamtam.
Zwischendurch gab es ein nicht so ganz typisches Wikingeressen auf Porzellantellern und mit Gläsern. Es war ein klein bisschen enttäuschend, das habe ich mir doch etwas anders vorgestellt. Eher sowas mit Holzbechern oder sowas und mit Essen mit Händen und Füßen und so. Aber naja, so war es nun. Und anschließend gab es dann nochmal Ringelpiez mit Anfassen mit einem Tanz ums Lagerfeuer. Im Anschluss konnten wir uns dann im Museumstrakt nochmal umschauen, dort seltsame Fruchtbarkeitssymbole entdecken, bevor es dann mit einer Dreiviertelstunde Busfahrt wieder zurück zum Schiff ging. Das Schiff in der Zwischenzeit weitergefahren ist, war der nächste Hafen Svolvær, ebenfalls auf den Lofoten. Und was soll man sagen? Glück muss der Mensch haben. Kaum waren wir auf dem Schiff angekommen, da ging die Show nochmal los. Und zwar richtig intensiv, ganz tolle Bilder, die da entstehen konnten. Am besten kann man sie tatsächlich durch die Handykamera sehen. Dadurch, dass es dort eine längere Belichtungszeit gibt, kann man sie deutlich intensiver erkennen, als sie in Natura aussehen. Sie sehen allerdings tatsächlich, wenn sie denn intensiv sind, auch genauso grün aus wie dort auf diesen Bildern. Das war aber noch nicht alles an diesem ereignisreichen Tag, denn nun stand die Fahrt in den Raftsund an. Und da das Wetter mitspielte, durften wir in den Trollfjord hineinfahren. Der Eingang wurde dann erstmal mit Suchscheinwerfern gesucht. Und natürlich auch gefunden. Und dann ging es rein in diese enge Geschichte. Am Ende kann man hier Lichter erkennen. Ich dachte erst, das handelt sich um ein Boot, das dort vor Anker liegt, aber tatsächlich sind es Trollhäuser, die dort gebaut wurden, quasi für die Touristen. Das Schiff hat dann an der Stelle auf dem Teller gedreht, weil es wirklich extremst eng war. Bei der Ausfahrt aus dem Trollfjord entstand nochmal dieses tolle Bild und zum Schluss gab es noch eine Trollparty und dort diesen Becher als Erinnerung. Nach dem extrem ereignisreichen Vortag stand heute eine Husky-Fahrt mit Besuch einer Husky-Farm an. Stieg war in Tromsø. Da sind die ganzen Touristen, ne? Du kommst ja lieber mal hierher, ne? Hm? Mal hier reingucken, was das ist. Gut.
ne, du? Und dann ging's los mit viel Getöse. Nach einer halben Stunde Fahrt ging es dann wieder zurück zum Schiff. Heutigen Tag 6 steht der Besuch des Nordkaps an. An Bord gibt's kleine Panik, denn Google Maps sagt, dass die Straße zum Nordkap gesperrt ist. Zunächst legen wir aber einen Honigswag an. Auf den Weg zu den Bussen gehen wir hier auch am City Forest vorbei. In den bereitstehenden Bussen fahren wir dann doch weiter und dürfen die an sich gesperrte Straße tatsächlich befahren. Auf dem Weg dorthin fahren wir durch recht unwirkliche Landschaften, alles flache Berge, sehr hoch, aber keine Gipfel, nur flaches Land sozusagen. Und dann sind wir endlich angekommen. Von Weitem schon der erste Blick und man sieht schon jede Menge Touristen, die sich dort fotografieren lassen wollen. Tja, das obligatorische Foto muss natürlich sein. Jetzt sind erstmal die Horden da. Ich gehe dann später hin. Wir haben ja 1,5 Stunden Aufenthalt. So, die Massen sind weg. Und obligatorisches Selfie ist gemacht und jetzt, ja, geht's weiter. Auf der gegenüberliegenden Seite der Nordkapkugel gibt es ein Tourismuscenter. Hier gibt es auch eine tolle Miniaturausstellung. Hier wird ein wenig die Geschichte des Nordkaps erzählt, so wie es früher gemacht wurde und wie der früher bestiegen wurde. Es gibt hier auch eine Kapelle mit einem Altar. Eine Ausstellung zu Ehren des Kaisers von Siam, der das Nordkap hier einmal besucht hat. Dann gibt es noch die Cave of Lights. Eine schöne, höhlenartige Landschaft mit toller Beleuchtung. Verblüffenderweise ist es gar nicht so kalt am Nordkap, das hat alles was mit dem Golfstrom zu tun. Zum Abschied dann nochmal ein Foto von Weitem, die großen Horden sind mittlerweile verschwunden und dann geht's auch schon zurück. Mit einer relativ halsbrecherischen Fahrt, rechts und links hier geht es tief runter, man sieht es gar nicht so, aber da kann einem schon Angst und Bange werden. Und dann verabschieden wir uns aus Honigswart. Und am Abend haben wir dann wieder Glück und können den Abend wieder mit ein paar tollen Nordlichtern beenden.
Heute ist Tag 7 angebrochen und wir kommen in Kirkenes an, dem letzten Punkt unserer nördlichen Reise. Kirkenes ist nur wenige Kilometer von Murmansk entfernt, der größten Stadt nördlich des Polarkreises. Bevor es ins Schneehotel geht, darf ich noch einmal mit Huskies knuddeln, mit diesen liebenswerten Genossen. Wie man gesehen hat, sind die Huskies schon sehr aufgeregt auf ihren Arbeitseinsatz. Nebenan gibt es hier auch gleich noch ein paar Rentiere zu besichtigen. Wie uns hier erzählt wurde, haben die Weibchen ihr Geweih noch auf dem Kopf, während die Männchen ihr Geweih anschließend abwerfen. Gleich nebenan gibt es hier das Eishotel, um das es geht und das ich mir jetzt gerade angucke. Zur Begrüßung gibt es hier erstmal einen kleinen Schnaps. In diesem Eishotel kann man tatsächlich einchecken und übernachten. Insgesamt gibt es dort 12 Zimmer bzw. demnächst 14, zwei sind gerade im Aufbau und jedes Zimmer sieht an sich etwas anders aus. Ich habe hier jetzt mal einige Zimmer als Impression eingestellt. Auf der Rückfahrt gibt es noch mal einen kurzen Fotostop mit Blick über Kirkenes. Und dann verlassen wir auch schon Kirkenes bei ziemlich trübem Wetter. Zwischendurch gibt es noch mal einen 10-minütigen Stopp in Vardö. Hier kann man eine Festung besichtigen, aber im Dunkeln gibt es hier leider nicht viel zu sehen. Und wieder auf dem Schiff angekommen, haben wir wieder Glück und können wieder Nordlichter beobachten. Am achten Tag führt uns der Weg nach Hammerfest, der nördlichsten Stadt über dem Polarkreis. Bevor wir in Hammerfest einlaufen, fahren wir noch in Melkøya vorbei, der größten Erdgasanlage Norwegens und einer der größten weltweit. Bei diesem Monument handelt es sich um das Struve-Denkmal. An dieser Stelle wurde der Nullpunkt für die Vermessung der Erde über die Pole gesetzt. Der Vermesser Struve hat sich dabei nur um 14 Meter verrechnet und zu diesem Anlass wurde ihm hier ein Denkmal gesetzt. Hammerfest sehr faszinierend, dass es dort auf Fußwegen eine Fußbodenheizung gibt. Ansonsten ist es dort extrem kalt und sehr windig und sehr trocken. Dadurch fühlt sich das alles noch sehr viel kälter an, als es wirklich ist. Hier sieht man ein Schiff. Für die Erdgasraffinerie. Hier kann man Melkøya noch einmal etwas besser sehen. Ansonsten gibt es jetzt einen Blick zurück nach Hammerfest, während wir den Hafen hier verlassen. Hier nochmal die Raffinerie Melkøya. Am Abend gegen 19:30 Uhr landen wir dann in Skjervø ein,
wo wir wieder das Glück haben, wunderschöne Polarlichter zu entdecken. Und das vor dem Hintergrund von tollen Bergen und einer schön beleuchteten Stadt. Schon haben wir Tag 9. Jetzt läuft die Zeit und morgens um 8.30 Uhr verlassen wir Harstadt. Gegen 10 Uhr erreichen wir dann den Risøyrenna Fjord bzw. Kanal. Das ist ein künstlich angelegter Kanal unterhalb der Wasserlinie. Rechts und links von diesem Kanal ist das Wasser nur etwa 50 cm tief. Dieser Kanal wurde extra für die Postschiffe angelegt. Und in Sortland nehmen wir dann eine Ausflugsgruppe von unserem Schiff in Empfang. Um 14.15 Uhr erreichen wir dann Stokmarknes, die Heimatstadt der Hurtigruten. Hier gibt es auch ein entsprechendes Museum und in diesem Museum ist ein Schiff aufgebaut. Hier kann man sich mal anschauen, wie es dann zu den Anfangszeiten ungefähr aussah. Beziehungsweise das ist aus den 1950er Jahren, also schon 50 Jahre später sozusagen. Aber so in etwa kann man einen Eindruck kriegen, wie es denn in den 50er Jahren zumindest da mal aussah. Beim Verlassen von Stokmarknes kann man jetzt auch noch mal das Hurtigmuseum sehen und das Schiff, was sich in diesem Gebäude befindet. Um 18.40 Uhr landen wir wieder auf den Lofoten in Svolvær. Hier kann man im Hintergrund auch noch die typischen Stockfischgestelle entdecken. Die Tradition, die dort nach wie vor gepflegt wird. Knapp 2 Stunden Aufenthalt nutze ich dafür, mich in der Ausstellung Magic Ice ein wenig umzuschauen. Hier gibt es wieder viele Eismodelle und ein Getränk in einem Eisglas. Svolvær befindet sich auch das Kriegsmuseum der Lofoten, eine der größten Privatsammlungen überhaupt. Alle Details kann man sich hier tatsächlich gar nicht in der kurzen Zeit anschauen, aber so einen groben Überblick kann man sich natürlich schon verschaffen.
Natürlich muss dann auch nochmal sein, ein Blick auf die typischen Häuser der Lofoten, bevor wir dann um 20.30 Uhr Svolvær schon wieder verlassen. Und schon ist Tag 10 angebrochen. Heute liegt tatsächlich nicht sehr viel an. 6.35 Uhr erreichen wir kurz Ørnes. Und gegen 9 Uhr erreichen wir erneut den Polarkreis, diesmal in südlicher Richtung. Diesmal schafft es auch der Kapitän oder Steuermann, den etwas anzuleuchten, sodass man ihn überhaupt mal erkennen kann. Am Vormittag gibt es dann wieder eine Polarkreiszeremonie, diesmal aber in etwas kleinerem Rahmen. Heute gibt's einen Löffel Lebertran. Und zur Erinnerung dürfen wir den Löffel behalten. Gegen 9.35 Uhr passiert uns dann wieder ein Schwesterschiff, die Richard Witt. Und um die Mittagszeit fahren wir dann an der Küste von Helgeland entlang und passieren dort die sieben Schwestern. Der Sage nach sieben versteinerte Trolljungfrauen. Wir passieren noch zwei kleinere Häfen und landen am Abend dann in Brünnesund. Hier haben wir 2 Stunden Aufenthalt. Ich gehe allerdings nicht vom Schiff, weil es hier eigentlich nichts Besonderes zu sehen gibt. An unserem vorletzten Tag erreichen wir ganz früh morgens Trondheim. Den habe ich leider verschlafen, den Aufenthalt, aber das macht nichts, weil auf dem Hinweg war ich ja schon da. Nach einer längeren Schiffspassage erreichen wir dann um 16.30 Uhr Kristiansund. Hier haben wir wieder 2 Stunden Aufenthalt und ich schaue mir ein bisschen die Stadt an. Kristiansund ist bekannt für seinen Klippfisch. Der wird im Gegensatz zum Stockfisch auf Klippen getrocknet und zu Ehren dieser schweren Arbeit, die damals die Frauen durchgeführt haben, wurde denen dieses Denkmal gesetzt. Und da es im Zweiten Weltkrieg hier viele Opfer durch Seeminen gab, wurde derer auch mit einem Denkmal gedacht. Der letzte Tag ist angebrochen und wir steuern auf Bergen zu, wo wir dann einfach ausschiffen. Die einzige spektakuläre Sache, die wir hier noch sehen oder auch nicht, ist es ein Wal oder ist es kein Wal? Wir sind uns da nicht ganz einig gewesen. Wir werden es aber auch nie erfahren. Nachdem wir ausgeschifft haben, verbringe ich noch einen Tag in Bergen im Clarions Admiralshotel. Und natürlich das typische Hanseviertel Briggen. Dann schaue ich mir auch nochmal den hiesigen Weihnachtsmarkt an. Dieser unterscheidet sich wesentlich nicht von denen bei uns. Abschluss fahre ich nochmal mit der Zahnradbahn auf den hiesigen Hausberg und habe nochmal einen tollen Blick auf Bergen. Mit der Abfahrt von diesem Berg endet dann auch diese Reise mit einem direkten Flug von Bergen und einer Propellermaschine der Firma Widerøe direkt nach Hamburg. Ich hoffe, das Video hat euch bis dahin gefallen und wenn euch noch ein bisschen was über das Schiff interessiert, dann bleibt kurz dran. Abschließend nochmal ein paar Kleinigkeiten zum Schiff und zum Verhalten auf dem Schiff. Die Kong Harald ist ein Hybridschiff, das heißt also, es fährt mit Diesel und mit Strom. Das merkt ihr auch, es ist streckenweise extrem leise, wenn ihr auf ruhigen Gewässern unterwegs seid. Leitet werdet ihr die ganze Zeit durch ein Expertenteam, das euch sowohl auf den Ausflügen begleitet, als auch tolle Vorträge für euch bereithält. Diese Vorträge sind wirklich hochinteressant und behandeln
alle möglichen Themen rund um diese Reise. Hier vorgetragen von Onkel Heinz, unserem Reiseleiter, ein echtes Unikum und eine echte Rampensau. Die Vorträge könnt ihr entweder live im Konferenzraum verfolgen oder aber auch im Zimmer einfach per Fernsehstream. An Bord gibt es dann so eine Karte. Der könnt ihr zum Beispiel auch bezahlen. Die kann man mit Guthaben aufladen oder seine Kreditkarte hinterlegen. Die Karte dient an Bord auch als Nachweis, ob ihr Voll- oder Halbpension gebucht habt. Für diese Gäste ist Kaffee und Tee an Bord im Preis mit inbegriffen. Dieses Schiff ja auch als normales Linienschiff fungiert, sind also nicht alle Gäste mit Voll- oder Halbpension ausgestattet. Die Karte dient auch zum Ein- und Auschecken bei Landgängen. Diese Landgänge erfolgen in der Regel alle auf Deck 3. Hier laufe ich jetzt auf Deck 5 herum und auf Deck 5 kann man das Schiff einmal umrunden. Hier laufe ich jetzt noch mal ein klein bisschen durchs Schiff, jetzt nicht überall durch, weil da natürlich auch viele Personen sind, die nicht gefilmt werden wollen. Hier bin ich auf Deck 4. Auf Deck 4 ist die Rezeption, ein Restaurant und auch der Speisesaal. Das ist auch der Konferenzraum, wo die Vorträge stattfinden. Wenn ich jetzt hier weiter die Treppe runtergehe, lande ich logischerweise auf Deck 3 und auf Deck 3 ist der Auscheckpunkt für die Landausflüge. Das passiert genau an dieser Stelle. Hier sind dann Leute dran und checken dich aus. So, meine Kabine befindet sich auf Deck 3 und insofern kann ich hier gleich mal einmal durch den Gang gehen. Die meisten anderen Kabinen sind sonst auf Deck 5 und auf Deck 6. Bei mir ist es halt Deck 3. Auch nochmal ein Blick ins Zimmer, ganz kurz. Ich habe ein Doppelzimmer. Jedes Zimmer sieht auch ein bisschen anders aus, habe ich mir sagen lassen. Und ich habe auch den Blick nach außen mit einem Fenster. Es gibt einen Fernseher, wie gesagt, da kann man streamen, da kann man die Ankünfte sehen. Den Aurora Borealis Kanal kann man sich ansehen. Und auch Fernsehsender. Leider gibt es keinen deutschen Fernsehsender dort an Bord. Alles maximal Englisch oder Norwegisch. Ein Blick ins Badezimmer. Hier gibt es tatsächlich eine kleine Fußbodenheizung. Das ist wirklich ganz nett und ist an sich ausreichend ausgestattet. Und wie gesagt, ich habe eine Außenkabine und ein kleines Fenster und kann insofern auch hin und wieder mal rausschauen. Das ist ganz nett. Bord gibt es auch ein Whirlpool, Sauna und ein Fitnessraum an Bord. Eine Kleiderordnung gibt es an Bord nicht. Ich glaube, mit normalem Menschenverstand wird man da schon wissen, was man da anzieht und im Speiseraum vielleicht nicht gerade mit Badehose und Badeschlappen auftaucht. Ausflüge könnt ihr nach Geschmack auch an Bord in der Rezeption direkt buchen, wenn ihr das nicht schon von zu Hause aus gemacht habt. Ich für mich kann entscheiden, ich hätte mir die Vollpension sparen können. Das Essen ist sehr reichhaltig, ihr kriegt morgens ein Buffet, mittags ein Buffet und abends nochmal ein Drei-Gänge-Menü. Und in der Zwischenzeit steht auch die Cafeteria zur Verfügung, bei der man sich dann auch mal notfalls ein kleines Brötchenteil oder Kuchenteil zwischendurch mal kaufen könnte. Aber das ist, wie gesagt, meine Meinung dazu, da hat ja jeder eine andere. Viel mehr gibt es für Kong Harald auch nicht zu sagen. Ich glaube, jedes Schiff ist in sich etwas anders und anders aufgebaut. Sie sind ja auch unterschiedlich alt. Ansonsten, ja, hoffe ich, hat euch das Video gefallen und ich sag ciao, ciao.